So, liebe Leute, da sind wir wieder bei FN 2021. Wir sind bei Breaking Point. Das hat ja richtig geknallt und es war auch zu erwarten im Großpreis von Kanada. Ein großer Streit plus ein vielleicht Rücktritt von unserem Helden Kasper Ackermann. Mal gucken, wie es in Österreich wird. Wir sind in Kapitel 11 angekommen und der Grand Prix von Kanada schien der Tiefpunkt der Partnerschaft von Ackermann und Jackson sein. Nachdem am Video der Auseinandersetzung viral geworden ist, hofft Alfa Romeo, dass die Fahrer beim Grand Prix von Österreich diese Angelegenheit hinter sich bringen können. Damit die Saison nicht so endet wie die letzte. Wir erinnern uns in Mexiko, wo die beiden sich aus dem Rennen gekegelt haben. Schauen wir mal, wie es in Österreich in zwei Wochen später nach dem letzten Grand Prix in Kanada weitergeht. Na dann, los geht's. So, während des Rennens. Beim schlechten Start von Kasper kann man sich aber des Feldes wieder. Doch der Einsatz des Hechtikers gibt ihm die Chance, in den letzten Runden ein paar wichtige Plätze wieder gut zu machen. So, wir sollen das Feld versuchen aufzuräumen. Jackson raus. So, ich habe noch keine 24 Sekunden. Das müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben noch 10 Runden. Hier in Österreich. Unser Ziel heißt heute Latifi. Oder jetzt. Ja, nach dem Tiefpunkt letztes Jahr in Mexiko schon. Und jetzt auch hier im letzten Rennen. Mal gucken. Wir sind momentan auf Platz 19. Wie weit es nach vorne geht, weiß ich noch nicht. So, da sind wir wieder. Ja, wir wollen. Unser Ziel ist, Punkte zu holen. So, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember, there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Boxes up. So, jetzt versuchen wir uns wieder ranzuarbeiten und uns so weit wie möglich nach vorne zu arbeiten. Die Frage ist, wie weit es geht. So, Latifi sind wir schon vorbei. Weil der jetzt kontern will. Hab ihn. Ah, weil du kommst, ist dann ausgebremst. Aber Mazepin spielt das Spielchen ein bisschen mit. Er sagt, okay, zieh lieber zurück. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte mir, okay, der hält drauf.
Hab ihn. Hab zumindest mal Ocon. Jetzt bin ich bei Russell auf 15 dran. Wir haben noch 8 Runden. Schumacher dran an Gasly. Whoopi, das war ein bisschen weit rausgekommen und da habe ich Gasly mit erwischt. Das war keine Absicht, wirklich nicht. Das war wirklich keine Absicht. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen in der Kurve und habe den Gasly neben mir nicht gesehen. So, jetzt greifen sich die beiden Ferrari hier ein bisschen gegen Adrian. Spiel auf Fischer mal mit, so ein bisschen Platz lassen, das sind nur die 3 Autos miteinander. Butler, Vettel. So, jetzt sind wir schon mal wieder drin. So, jetzt gehe ich nicht mehr in der letzten Kurve gegen Stroll so rein. Weil ich will nicht den zweiten auch noch rausnehmen. Das war wirklich keine Absicht, wie gesagt, kein Gasly. Aber diesmal spiele ich das Spielchen nicht, was du wolltest. In Kanada haben wir mal einen Flügel gekostet, die gute Daniel. Aber Norris ist auch so einer, der kann durchziehen. Da hat sich der gute Alonso nicht angreifen lassen. Jetzt habe ich ihn aber. So, Bob Perez, den ich ja schon in Kanada mir gesnackt habe in der letzten Kurve. So, vorbei an Perez. So, Bottas, ich hole mir den Sieg hier noch in diesem Rennen. Ja, Bottas, Hamilton davor und davor dann Verstappen. So, und jetzt holen wir uns den Hamilton und den Verstappen davor noch. Checke. So, mal gucken, ob ich den Hamilton mir an der gleichen Stelle schnappe wie alle, wie viele andere auch. Nee, der lässt uns diesmal die Lücke nicht offen. Und jetzt hole ich mir den Verstappen davor. Ich gewinne mein Rennen.
Ich hätte dich auch gekriegt, nur wenn, wenn der Vögel nicht in Kanada abgefahren worden wäre. So, dann habe ich dich jetzt Runde schon mal. Und wir haben jetzt noch 3 Runden hier in Österreich. Da wollen wir natürlich das Ding noch gewinnen. Guck, wie weit sich Verstappen wehren kann gegen uns. Ich denke mal, gegen das DS nicht allzu sehr. Und den habe ich jetzt auch Gott sei Dank schon gekriegt. Yes, great job, great job. Excellent work. First place now, please. Yes. So, jetzt hole ich mir den Sieg hier in Österreich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, so viele Runden. Die große Frage, was passiert jetzt noch im Laufe der Geschichte hier? Können die beiden sich wieder vertragen oder knallt das nochmal so richtig? Sonntag gewonnen, Kanada Dritter, hier gewinnen. Ja, mal gucken, wie gesagt, was am Ende passiert. We have 2 laps of fuel remaining. Müssen aufpassen jetzt gerade, dass wir nicht zu sehr da weiter rauskommen. Bloß jetzt nicht irgendwie ins Gras fahren. Letzte Runde haben wir jetzt gleich. Und dann haben wir diesen großen Preis von Österreich für uns entschieden. Und da hat es das Heftig halt in den Arsch gerettet. So, die letzten Kurven jetzt noch, der letzte Sektor geht jetzt noch. Und dann haben wir es. Aktuell schnellste Runde bei uns ist 1:08:0 und da versuche ich den jetzt noch zu drücken. Ich glaube, wir haben sie gerade so noch gedrückt.
gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte, ganz im Gegensatz zum anderen Alfa Romeo-Fahrer, Aiden Jackson, der nicht einmal die Zielflagge gesehen hat. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung. Und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Naja, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann ist die Stimmung bei Alfa Romeo zurzeit alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg von Alfa Romeo. So, dann haben wir's. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben auf dem Podium abgeschlossen, Kasper. Das freut Sie sicher sehr, oder? Ja, das Auto hat sich heute gut angefühlt und es ist schön, wieder mal auf dem Treppchen zu stehen. Vor der Safety-Car-Phase hatte ich ein paar Schwierigkeiten. Aber hinterher hat sich einfach alles zum Besten gewendet. Also ja, ich freue mich. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass sie nur so gut abgeschnitten haben, weil sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Ich werde nicht darauf eingehen, was Devin erzählt. Aber Safety Cars bringen die Rennen schon durcheinander. Es ist eben so eine Sache, die einem manchmal helfen kann und manchmal nicht. Glücklicherweise lief es heute gut für uns. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Es gibt Leute, die es ihm in letzter Zeit nicht leicht gemacht haben. Aber solche Phasen müssen wir alle hin und wieder durchmachen. Er ist ein talentierter und vielversprechender junger Fahrer. Damit kommt er schon klar. Klasse, das war dann alles. Versuchen es natürlich nicht mal jetzt den Finger in die Wunde zu legen, sondern spielen die. Versuchen es gerade so ein bisschen wieder aufzubauen. Mal gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. So, das ist dann Österreich zu Ende. So, gucken wir mal. Brian. Brian. Kaspar, hast du kurz Zeit? Vielleicht. Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich ja mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist. Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. So, gucken wir mal, was hier war. Gute Antwort bei der Aiden-Frage. Hey, ich versuche ein bisschen aufzubauen wieder und nicht draufzuhauen. Ich hätte jetzt auch Assi draufhauen können. So. Gut, okay. Und zum nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 12, sehen wir uns an frühestens nächste Woche an. Ich weiß noch nicht, wie weit wir unsere Karriere weitermachen, aber frühestens nächste Woche sehen wir uns die Karriere in FR 2021 hier mit Kapitel 12 weiter.